Das britische Königshaus tritt in der Regel als geschlossene Einheit auf. Insbesondere König Charles III. Und die Familie seines Sohnes Prinz William stehen für ein harmonisches Verhältnis. Jetzt behauptet eine Royal-Expertin, dass das nicht ganz stimmt. Denn zwischen Charles und Herzogin Kate soll es nicht so friedlich sein, wie es nach außen den Anschein hat. Laut der Adelsexpertin Katie Nicol soll der König so einiges an seiner Schwiegertochter auszusetzen haben. Nicht nur die mediale Aufmerksamkeit gegenüber Herzogin Kate sei ein Problem für den König, auch der Umgang mit seinen Enkelkindern sorge für angespannte königliche Nerven. Das berichtet Just Jared. Charles war manchmal irritiert, dass Kates Garderobe mehr Aufmerksamkeit bekam als seine guten Taten, erklärt die Royal-Expertin. Dass Herzogin Kate für ihre tollen Looks gelobt wird, ist für den König wohl nicht nachvollziehbar. Aber was Charles wirklich verletzt, soll laut Katie Nicol etwas anderes sein. Er war ebenfalls verletzt, dass er seine Enkelkinder aus Cambridge nicht so oft sah, wie er gewünscht hätte.